Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf den Seiten der Sowjets. Genau, und wir waren ja beim letzten Mal in dieser mit dieser LKW-Mission und wir haben den LKW vernichtet und würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit Südfrankreich. Advancement in the Soviet Army can be rapid. Continue to accumulate victories, and the future is yours. One of our convoys is moving through enemy territory. You have been assigned to defend the convoy as they move through the area. Be sure that they reach their destination intact. As a reward for your esteemed service, you have been given a great honor. Our latest advancement in air warfare, the MiG attack aircraft, is at your disposal. Essentially a bomber, use it to destroy heavy concentrations of Allied armor. With this, and your standard complement of Yak aircraft, you should have no problem in keeping the convoy safe. Oh, wir haben den MiG. Wir haben MiG-Jagdbomber. Oh, sehr geil, sehr geil. Sehr schön. Das ist jetzt die erste Mission quasi mit den MiG-Jagdbombern. Und wie der Kukow sich das über seinen über seine Medaille streichelt. Also das ist schon ein bisschen, ach, ein bisschen komisch sah das aus. Aber okay. Okay, und so viele Jags passen nicht auf ein Flugfeld. Das habe ich mir bei dieser Cutscene immer gedacht. Na gut, Freunde, bevor ich mit der Mission anfange, mache ich jetzt erstmal hier einen kleinen Aufnahmecheck, weil werde das natürlich auch erstmal speichern. Und ja, zu Beginn jeder Aufnahmesession ein kurzer Aufnahmecheck, also bis gleich. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Sowjets. Und ja. Ja, es war jetzt doch eine längere Pause wieder gewesen. Aber ja, es hält mich jetzt nicht davon ab, hier wieder weiter aufzunehmen. Ja, wir haben jetzt hier die MiG bekommen, wie ihr seht. Ja, also, es ist eine begrenzte Einheitenmission. Und ja, genau, da mache ich aber jetzt erstmal wirklich mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen langsamer. Weil, das ist doch ziemlich krass. Und, ich habe auch festgestellt, dass die Musik noch ein bisschen zu leise ist. Ich mache die mal ein bisschen lauter, so. Weil die Musik ist doch legendär, oder, Freunde? Die muss man doch hören. So, das Ganze werde ich jetzt nochmal speichern. Es tut mir leid, wenn ich am Anfang viel speichere. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ich habe in den ganzen letzten Parts Scheiße gelabert mit den Missionen. Ich bin mittlerweile schon in Mission 10 und nicht in Mission 7 erst. Ja. Genau, und ja, jetzt haben wir hier diese Mission bei den Sowjets. Wir sollen diesen Konvoi einfach auf die andere Seite bringen. Genau. Und dazu haben wir jetzt hier unsere geilen MiG. Und hier die Standard-Jagdflugzeuge, genau. Und ja, genau. Und ja, es ist wie gesagt schon ein bisschen länger her jetzt. Und die LKWs hier. Die fahren mit der letzten Einheit von mir mit. Oh, das ist nicht gut. Das sind Raxirus. Da brauche ich mal die Jacks für. Genau, also ich schaue nochmal gerade, ob der aufnimmt. Der nimmt auf, Wunderbärchen. So, dann kommt ihr mal bitte. Ja, genau. Und die Jacks, die kümmern sich mal um die Mannequin. So, dann macht ihr mal die Frechheit hier kaputt. So, okay. Habe ich auch eine Werkstatt? Nein, habe ich nicht. Okay, also ich müsste kaputte Einheiten selbst nachbauen, wie ihr seht, mit 6500 Credits. So, und dann fahrt ihr erstmal bitte hier drüber. Holt euch den. So, und ja, genau. Ich freue mich mal wieder, Command & Conquer hier mit euch spielen zu können. Und, ja. Genau, an dieser Stelle möchte ich auch ein paar Kommentarschreiber grüßen.
die doch momentan sehr aktiv bei dem Projekt dabei sind. Und zwar, ich gucke mir gerade nochmal die Kommentare ein bisschen an. Das wäre zum einen mal der Wolfi, der hat in der letzten Folge noch ein nettes Kommentar geschrieben, dass er das Let's Play auch abfeiert und das Spiel vor allem. Und ja, freut mich, dass ihr so drauf reagiert, auf diesen guten alten Spieleklassiker. Und ja, Spionageflugzeug erstmal. Und ja, wen gibt's noch? Erstmal gucken. Aha, das können wir die Jax kaputt machen. Wen gibt's noch? Den Unikage gibt's noch. Freut mich sehr, dass er hier dabei hier reinschaut, weil er ist eigentlich ein Tenchu-Spezialist, sag ich mal. Aber ist halt auch genreübergreifend aktiv und ja, das freut mich sehr. Ist halt auch eins seiner Kindheitsspiele gewesen. So, ich muss mir jetzt erstmal aufpassen hier, dass ich hier nicht meine ganzen Panzer verliere, weil das wird schon krass werden hier. Die Manneken hier gehen mir ganz schön auf den Sack gerade. Aber ja, die Mucke hier. Dicke, 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 dicke. Genau, die Mucke hier. Also mach den mal kaputt. Meine Güte, was ist denn hier los? So, die jetzt können wir zum ersten Mal hier die Mix im Einsatz sehen. Oh, nein, 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 nein. Das ist jetzt blöd gelaufen. Ich will die eigentlich... So, greift an. Und zack, seht ihr das? Die haben Raketen. Schöne Bombe auf jeden Fall. Und die zwei reichen, um einen Geschützturm platt zu machen. Ja, sehr cool. Ja, und einen anderen Kommentarschreiber gibt es noch, und zwar den Joker. Ja, freut mich auch, dass er ab und zu mal reinschaut. Und bei ihm gibt es eine Sache zu sagen, und zwar bei dem einen oder anderen, also er hat es auch ins Kommentar geschrieben, aber der ein oder andere hat bei mir irgendwelche Soundprobleme gemerkt, dass sich das im Hintergrund so wie ein Summen anhört. Dazu kann ich Folgendes, eine Heilung im Übrigen, dazu kann ich Folgendes sagen, und zwar ich habe jetzt erstmal hier mit Outer City ein bisschen rumprobiert und das mit der Rauschunterdrückung und so habe ich mal ein bisschen angepasst und ich hoffe, dass das jetzt geholfen hat auf jeden Fall. So, hier ist eine Basis, eine kleine. Und ich schaue nochmal gerade, ja, passt. Und dass diese Soundprobleme dann hoffentlich... Dass die Soundprobleme dann hoffentlich behoben sind und ihr mich noch besser hören könnt. So, bevor ich hier jetzt weitergehe, spioniere ich erstmal aus. Und währenddessen kann ich nochmal kurz die Kommentare durchstöbern. Ja. Genau, und der Sondelix hat auch mal reingeschaut. Finde ich sehr nett. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden Zuschauer hier. Weil das Spiel ist es doch definitiv wert, dass ja, dass man es sich anschaut, weil es ist einfach eine Legende, Command & Conquer, ganz ehrlich. So, und weiter geht's. Ah ja, genau, einen hätte ich fast vergessen, Mr. Nightworker schaut auch ab und zu mal rein. Freut mich auch sehr, vielen Dank, seid alle mal gegrüßt hier an dieser Stelle. Und ja, wir bekommen hier Invasoren. Warum bekommen wir hier Invasoren? Das ist komisch. Aber nee, Moment, das ist gar nicht mal so komisch, wenn man mal bedenkt, was hier steht. Hier steht nämlich eine Basis, eine feindliche. Ah, der Jeep, den hätte ich besser killen können eigentlich. Aber dafür war ich jetzt zu vertieft auf Leute grüßen. So, ihr Mix, ihr könnt mal den Tummy platt machen, instant. Aber erstmal machen wir die Flak kaputt. Zack, weg damit. So, und ja, so freue ich mich halt, dass der ein oder andere hier dabei ist und es macht mir auch sehr viel Spaß, also ich mache es ja nicht nur wegen der Abos, sondern auch wegen dem Spaß, ne? So, okay, dann muss ich jetzt echt mal überlegen, wie es hier weitergeht. Da oben steht ein Zerstörer. Ich glaube, den mache ich mal mit den Flugzeugen platt. Wenn das irgendwie geht. Was wäre... Ah, sehr gut. Okay, dann mach mal.
So, der nimmt nach wie vor auf. Gibt aber noch eine Sache zu sagen, und zwar... Ja, das reicht natürlich nicht mit dem Mix, ist klar. Es gibt noch eine Sache zu sagen, und zwar... Ich habe festgestellt, dass das bei mir manchmal laggt. Also das... Oh Gottes Willen. Was macht der denn da? Oh Gott. Oh, die Trucks. Um Gottes Willen, nein. Was machen die Trucks denn da? Geht hier mal zurück, komm, geht mal zurück. Oh Gottes Willen. Fahrt doch weg. Oh Mann. Oh, lass die Invasoren in Ruhe. Uhuhuhu, Gott. Das ist ganz schön anstrengend manchmal. So, weg damit. Ja, die Trucks, die müssen überleben. Und die müssen wir auf die andere Seite führen. So, dann können wir hier mit denen... Ah, noch nicht. Nee. Demnächst können wir hier oben den Zerstörer platt machen. Der schießt schon, Alter, ernsthaft. Krass. Was macht der denn hier unten? Bisschen Kaffeeklatsch oder was? Ja super, eine Mix ist tot. Eine Mix ist tot. Und die andere Mix ist auch tot, aber zum Glück können wir die nachbauen. Das ist ganz gut, wir haben ja genug Geld erstmal, ne? So, meine Jacke ist auch kaputt, aber ich werde die Jacks, wenn die sterben, mit Mix ersetzen. Weil die sind auch um einiges besser auf jeden Fall. Und ja, genau, jetzt habe ich das erzählt, was ich mir vorgenommen habe. Also ich habe Leute gegrüßt. Ich habe über die Soundprobleme berichtet. Alles läuft bis jetzt, ja. Ah, das mit den Soundproblemen, das... Ah, jetzt habe ich falsch kopiert. Blöd. Okay. Das mit dem Soundproblem, das muss ich... Ich hoffe, dass sich das jetzt geregelt hat. Nightworker und Joker, schreibt da bitte, ob das bei euch immer noch so ein Summen ist oder ob das jetzt okay ist mit dem Sound. Weil... Ich würde doch ganz gerne eine gute Qualität haben. Doch, und der ist jetzt erstmal weg. Schon mal gut. Warte mal, die Jacks, die können erstmal hier... Die Flak funktioniert... Shit. Gut, weg damit. Sehr gut. Alles klar. Alter, was? Da unten ist noch eine. Krass. Ich gar nicht gesehen. Naja, geil. So, dann kommen wir jetzt erstmal den Invasoren hier hin. Hier muss ich jetzt aufpassen, weil die Werkstatt hier... Das ist ein Fake. Also die funktioniert nicht, wenn wir die einnehmen. Und, was machst du? Okay, jetzt ist der Trigger schon. Jetzt ist der Trigger schon, okay? Das ist jetzt blöd. Weil ich würde mir nämlich ganz gerne noch ein paar Einheiten holen von ihm. So, dann schwächt ihr das mal an, bitte. So, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde. Nein, 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 nein. Oh. Schieß du einmal noch drauf hier. Schieß drauf, so. Warum verkauft... Ernsthaft? Warum verkauft der das? So, dann... Ich muss ja irgendwie mir noch ein paar Einheiten verschaffen. Ja, der schießt auf den Panzer, das ist okay. So, dann... Ihr Panzer, ihr könnt den mal plattfahren hier. So, da haben die nochmal die Invasoren und dann schwäche ich mal jetzt nochmal das Kraftwerk hier an. Und, ja. Habe ich noch alle Flugzeuge? Ne, eins fehlt, okay. Warum verkauft der immer? Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ich wusste das nicht mehr, dass der immer verkauft. So, das sollte jetzt passen. So, stoppe auf. So. Kraft, nee, das nehme ich ein. So, dann greift ihr mal an, das Ding da. Weil ich will nämlich noch ein paar Bonuseinheiten kriegen. Weil wofür sind sonst die Invasoren gedacht, ne? Ja, und aufhören. Wie, du verkaufst das jetzt? Nein, okay, gut. Raffinerie brauche ich nicht, aber Kaserne brauche ich auf jeden Fall. Ich habe fast keine Kohle mehr und die Flieger, die sind, ja... Bisschen beschädigt, so. Egal. Hier, Raxirus, komm. Für das restliche Geld hole ich mir jetzt noch ein paar Raxirus. So, alles klar. Eine russische, Moment, das kannst du mal abbrechen hier. Das hier auch, hier kommt keiner mehr hin. Ich brauche die Kohle. Okay, dann können wir die Flugzeuge mal hier drauf schicken. Hier sind nämlich vier Geschütztürme, wie ihr seht. Sehr krass. Aber... Das schaffen wir schon. So, da sind die Flieger.
Oh, die Mucke ist geil hier. Die Mucke ist geil hier. Dann machen wir noch zwei Schützen. So, weg da. Oh, alle vier weg. Geil. Okay, cool. Dann nehme ich mir... Oh. Was zur Hölle? Da ist noch eine Flak. Weg damit. Weg mit der scheiß Flak da. So, die machen das weg. So. Dann muss ich jetzt noch ein bisschen warten wegen meinem Spionageflugzeug. Was für Stütz... Oi! Ja klar, es kommen da Soldaten raus. Ist logisch, weißt du? Bei ihm kommen immer Soldaten raus. Das ist so eine Verarsche manchmal hier bei dem... Bei der KI, ey. Ja, da ist noch ein Türmchen. Der Bauf kann mal weg, bitte. Ah, nee. Okay. Egal, komm. Hier mal hin. So. Ja, ihr schafft das, komm. Ich muss eigentlich nicht alles platt machen, nur ich hab halt Bock drauf, ne? Ja, der hat sich selber geplättet, alles klar. So. Wow, der kann aber ganz schön weit schießen, ne? Mein lieber Schmarrn. So, ein Schütze immer... Ah. Ein Schütze macht jetzt drei Raxios platt, ne? Das ist so lächerlich. Ein Schütze macht drei Raxios platt. Naja, gut. Ich habe ja noch ein paar Flieger, ne? Nur noch drei Mix, ey. Shit. Naja, gut. So, dann geht ihr mal da drauf, bitte. Weil ich muss hier irgendwie durchkommen. So, warte mal, ich speichere das jetzt erstmal ab. Mission 10 mittlerweile. Und ich guck mal gerade, ja, das passt. So. Warte mal, die Jacke kann ich ja nicht verkaufen. Schade. Egal. Da ist keine Flak. Sehr gut. Nur das Schiff. Und? Wie viele sind weg? Oh Gott, macht der viel Schaden. Heilige Scheiße. So gut, dann muss ich jetzt mit den Panzern da durch. Komm schon. Oh, die Mucke ist geil. Die Mucke, die passt so richtig zu dieser Mission. Jetzt... Das macht ihr schon wieder. Dann fahr du mal ein bisschen... Oh Gott, Alter. Ohohoho. So. Oh, ist das schlecht. Das ist richtig scheiße jetzt gerade. So. Okay, egal. Warum ist der nicht mitgegangen? Egal, die Mix. Komm, die Mix sind jetzt mein Steckenpferd hier. Nur nicht wieder über den, mit dem Zerstörer. An dem Zerstörer vorbeifliegen. Bitte nicht, Freunde. Ich brauche euch noch. So, rauf da. Und jetzt auf den Bauhof. Nein! Um Gottes Willen! Boah, wach, wach. Okay. Spionageflugzeug. Okay, ich muss die Wagen einfach nur durchbringen. Verkauf das Zeug. Brauche ich nicht. Dann können die mal hier drauf. So, das Spionageflugzeug kommt. Der bleibt bei dem Mannequin. Das ist schon mal gut. Oh Gott, da ist noch ein Panzer. Okay, kommt schon, Freunde. Ja, schieß mal da drauf, komm. So. So. Alles klar. Sehr gut, das haben sie geschafft. Was? Ah ja, okay. Komm, dann stellt euch mal da hin und macht mal das Schiff platt. Ganz schön anstrengend. Doch, doch. Ah nee, Moment. Macht mal das Schiff mit platt hier. Ihr könnt nicht schießen, ne? Aber die können ablenken. Und das ist ganz gut für die Mix. So, was mache ich jetzt noch? Ich muss jetzt noch hier die Mauer aufschießen. Der kann schon mal weiter vor. Ah, sehr geil. Oh, shit. Eine Mik kann ich mir noch leisten. So. Alles klar, du kommst mal mit hier hin. So. Damit ihr schön das Feuer auf euch zieht, ey. So, dann. Einmal rauf da. Ja, okay. So. Die Miks, die laden sich nämlich ziemlich schnell auf, wie ihr seht. So. Und das wird jetzt sein Gnadenstoß mit seinem Schiffchen da. Was für Einheit verloren, hä? Ach, ein Mannequin. Ja, okay. Das ist halt ein gutes Kanonenfeuer hier. Damit der auf die schießt und nicht auf die Mix. Weil die Mix brauche ich noch. So, weg damit. Dann schießt du mal... Noch 5 Minuten, okay. Hm.
Geht immer hier oben hin. Ich glaube, dann habe ich es auch. Weil die LKWs, die müssen nur hier rein müssen die LKWs. So, hier oben, das ist weg. Sehr gut. Ich glaube, dann war es das auch, ja. Dann haben wir das genau geschafft. Spionageflugzeug. So. Ja, perfekt, so. Dann hat er es geschafft. So, dann kommt ihr Trucks jetzt mal hier hin. So, dann macht ihr jetzt nochmal einen Schuss auf den Bauhof. Nach 4 Minuten, egal, das schaffen wir. Ich speichere das lieber nochmal vorher. So, ich guck mal, wie lange der aufnimmt. Das ist 20 Minuten, das ist ein guter Part, ja. Das ist eine Partlänge. Mach dir mal den Bauhof kaputt. Los. Ach, das war schon, okay. Das war schon. Sehr cool, okay. Das wäre schön, wenn einer für einen Panzer reichen würde, ne? Naja. Ja, diese Cutscene, die wir da gerade eben wieder gesehen haben, Freunde, ist an ein anderes Command & Conquer-Spiel angelehnt. Und zwar an den Tiberium-Konflikt. Da wurde nämlich auch ein Hubschrauber vorgestellt. Und da gab es so eine ähnliche Cutscene. Der ist auch rumgeflogen und hat Radarzentrale, glaube ich, gestört oder so. Gestört oder zerstört, so rum. Ja, Freunde, ich guck mal gerade, ja, 22 Minuten, das passt doch für ein Part. Jawohl, Freunde, würde ich sagen, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Command & Conquer. Und ja, da bedanke ich mich bei jedem, der zugeschaut hat. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder Abo sehr freuen. Und jo, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen und lade das dann hoch. Ja? Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.